Hallo Mitspieler, mein Name ist Joshua und ich spiele mit euch The Long Dark im verschärften Interloper-Modus. Ja, und zwar haben wir Folgendes gemacht: Wir haben die aktiven Leistungen weggelassen. Also wir spielen den Eindringlingsmodus ohne den Bonus der aktiven Leistung. Und zwar habe ich meist diesen Feuerstarter oder Feuermeister genommen. Selbst die Krähen sind hier geizig mit den Federn, ne? So, wo ist das Kaninchen? Oh, hier liegt eine Leiche. Und ein Polaroid. Ein Ranger hat mich gelassen. Okay. Sehr gut. Also diese Polaroids decken immer einen Teil der Map auf. Finde ich eine tolle Idee. So, hier ist unser Kaninchen. Er hat ja in einem Let's Play den Bogen benutzt, um die Kanicke zu jagen. Aber das Problem dabei war, dass die Pfeiler dabei so abgenutzt wurden, dass ich ja, dann auch echt Zweifel bekommen habe, ob das eine effiziente Methode ist. So. Haben wir noch mehr Kanickel? Bei dem Wetter können wir die Lupe wahrscheinlich nicht benutzen. Schauen. Ne, Lupe geht nicht. Ja, das war mir schon klar. Das ist einfach zu diesig. Ja, wir können zumindest, wenn wir jetzt ein Feuer machen, die Birkenrinde kochen. Ich echt ein bisschen zweifle, ob wir das wirklich tun sollten. Ja, immer dieser Geiz mit dem Equipment. Ich geh erstmal rein. So, das Ding auseinandernehmen ist doch. Ja, 6-mal Stoff, das ist gut. Wir sind müde allerdings. Ja, vielleicht nicht die beste Idee jetzt. Ich weiß nicht. Wir verlieren im Schlaf nicht so viel Energie. Also ich glaube. Was glaube ich? Das ist wirklich eine schwierige Entscheidung. Wir sind jetzt bei vielleicht 65, 70%. Wir haben noch einen Stick.
Okay, wie viel Wasser haben wir? Ja, das reicht auch nicht. Also gut, dann machen wir das. Hier Windschutz, ja. Wie viel Brennholz haben wir dabei? 21. Gut, das Ding nehme ich so auseinander. Jetzt kommt der Sturm. Na gut, wir müssen ohnehin den Hasen auseinandernehmen. Here we go. So, und jetzt verlieren wir natürlich eine ganze Menge. Ich leg das Zeug mal ab. Den auch. Und die Frage ist, ob wir bei so einem Sturm überhaupt, ich meine, wenn wir einmal um das Haus rumgehen, müsste es ja von der Idee des Windschutzes her irgendwo möglich sein. Hier. %95 gefällt mir gut. Da machen wir Wasser. Ne, hier machen wir Wasser. Und zwar in 0,5er Schritten. Wir könnten noch eine Kohle hinzufügen. So, dann machen wir das nochmal. Zwei. Und habe ich da noch Fackeln? Ich habe noch eine 25er Fackel, okay. Ist ein bisschen wenig. Tun wir noch einen Stock zu. So, das Wasser kann kochen. Ja, kannst du gleich. So ein ganzes Kaninchen. Wir haben hier das. Ein ganzes Kaninchen wird uns nicht hundertprozentig über die Nacht bringen, aber annähernd. Damit bin ich zufrieden. So. Aus meinem Bett. Mit 600 kann man immer in 8 Stunden schlafen. Okay, fein. So, wir schauen wieder, ob es etwas Nützliches zu tun gibt.
einen Bogen und drei Pfeile. Ich glaube, es ist eine Idee, diese Bärenjagd zu probieren. Ach, jetzt habe ich vergessen, die Birkenrinde zu machen, aber okay. Ich wollte gestern auch dringend weg. Aus der Kälte. Wie sieht's hier aus? Eigentlich gut. Wir haben ja alles, was wir für so ein Snow Shelter brauchen, dabei. Wo ist der Bär, ist die Frage. Der ist dort. Wird jetzt auf mich aufmerksam. Er scheint sich in die andere Richtung zu bewegen. Ich schau noch mal. Here we go. Oh, hat's uns aber doch ganz schön erwischt. Und mit Schlafsack reicht's immer noch nicht. Okay. Dann erstmal nochmal zurück zum Aufwärmen. Problematisch natürlich, mit drei Pfeilen einen Bären zu erlegen. Das könnte schief gehen. Wir wärmen uns auf. Gleich nochmal. Gut. Wir trinken. Den Topf haben wir dort. Ich glaube, wir sollten das Zeug mitnehmen. Gleich mal zeichnen. Und nochmal aufwärmen. Gut, okay. Warum sind wir so schwer? Der Bär ist da hinten. Oder? Ja, der ist da hinten. Gut. Dann holen wir uns hier ein paar Kolben. Es gibt keine Kolben. Hier. Schnell weg von hier.
Wir wärmen uns erstmal auf. Vielleicht 2 Stunden schlafen, könnte ich mir vorstellen. Ja, und wir müssen unbedingt Equipment loswerden. So, wir wärmen auf, das ist schon mal gut. Wir essen das. Trinken. Okay. So, und wir können schlafen 5 Stunden. Sogar 6 Stunden, ja, sagen wir mal 5 Stunden. Das machen wir auch. Sehr gut. Wir haben uns ein bisschen regeneriert. Es ist neblig, das ist nicht ganz optimal. Ich lasse mal alles, was schwer ist. Hier, also. Das ist der Bär hier. Mhm. Take a drink. Also den Hammer sollten wir hier ablegen. Die legen wir ab. Kohle legen wir ab. Das brauchen wir gerade nicht. Okay. Der macht da seine Runde. Wo geht der lang? Der geht von uns weg, oder? Ja, mit dem Sprint, das könnte eng werden. Ich glaube, wir beobachten das erstmal. Jetzt ist er hier. Schläft er da? Der schläft da. Okay. Das ist nur ein kurzer Weg. Hat er mich noch erwischt? Ah, es war ein sauberer Treffer. Okay. Ich schau nochmal. Platzwunde, sagt er. Keine Leiden, okay. Oh. Was eine Tour. Also, muss man schon echt Nerven haben. Ein guter Treffer, würde ich sagen. Jetzt ist die Frage, wie am besten. Na, ich muss regenerieren. Und dazu, das kann ich nicht so ohne weiteres machen. Das heißt also, ich mache Folgendes. Ich hoffe, der Bär lässt mich in Ruhe. Ich hole mir ein paar Sticks. Da
Da rennt er. Rennt er in meine Richtung? Nee. Ist ja wie angeschossen. Ich meine, er ist ja angeschossen. Er flüchtet jedenfalls. Gut, dann zurück. Ich habe nicht die Nerven, mich jetzt hier hinzusetzen und den Hirsch auszunehmen. Gut, dann schlaf mal wieder eine Stunde. Und so, bitte iss ein Stick. Take a drink. Ich glaube, 2 Stunden kann man schlafen. Wir haben nämlich das, genau. Oh, es war wirklich sehr dunkel. Damn it. So hungry. Ich glaube, ich mache meinen ersten Sprint mal in Richtung. Ja, genau, hierher. Boah, ist das dunkel. Rohrkolben bitte. Ich weiß auch nicht, ob die Nacht nicht zu kühl wird. In dem Ding. Ausruhen. Zeichnen ist ja wohl nichts. Nee, ich habe auch keine Kohle dabei. Könnte durchaus sein, dass der Bär schon in seiner Höhle liegt, tot. Aber das ist unmöglich festzustellen. Ich muss jetzt 2 Stundenweise schlafen, das macht sonst. Das ist einfach sonst zu gefährlich. Was haben wir für einen Schutz? Ja, das ist noch okay. Also, take this. Und 2 Stunden. Also der frühe Morgen ist die brutalste... die brutalste Zeit. Da kommt man sehr schnell unter Null. ...25 Tage überlebt. So, wie geht's uns... Jetzt könnten wir vielleicht noch 1 Stunde schaffen. Eine Stunde.
Ja, wir regenerieren dabei kaum, das Ding. Aber ja, jetzt ist es zu kritisch. Und deswegen gehen wir zurück. Wenn uns kein Wolf daran hindert. Und verbringen den Rest der Nacht dort. Ja, Leute, und ich bin sehr gespannt, ob unser Bär morgen früh da liegt. Lasst gerne einen Daumen hoch und ein Abo da. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut, bye bye.